Ich muss vorsichtig sein in dieser Lasterhöhle. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, wir sind jetzt zum Green Dragon gereist. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, komm schon, Bobby, drücken, wo das jetzt genau ist. Ich denke mal, dass das hier die grüne Tür sein wird. Haben Penny auf Adam gesetzt. Oder auch nicht, okay. Pens auf dich gesetzt. Ach, da oben. Ach. Ich bin auch so blind manchmal. So. Hi ho, hi ho. Wir sind so lustig froh. Da können wir wahrscheinlich nichts angucken oder mitnehmen. Hi. Ich sollte still sein. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Okay. Moment. Ach, da muss ich wieder mit zwei. Oh Gott. Nein, ich hasse es. Gutes Bier. Stark. Ich sollte es mal probieren. Noch ein Glas. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Hier kann ich nichts hören. Ich trinke nur, wenn ich trinke. Runter damit. Mist. Der Anschlag auf Holmes ging schief. Interessant. Man braucht eine Art Passierkarte, um durchgelassen zu werden. Ja, wo kriegst du die jetzt her? Bleibt da drin. Hat so viel verloren hier, der Ex-Broker. Es gibt hier eine illegale Spielhölle. Los, feiern wir! Ja, was bringt uns das jetzt? Noch ein Glas! Der mit der Hasenscharte? Der war ganz aufgeregt und ist nach oben gegangen. So, so. Ich trinke nur, wenn ich trinke. Ein Mann mit Hasenscharte. Das könnte der Bombenwerfer sein. Nur, wenn ich, ich muss einen Weg nach oben finden. Ja, das versuche ich schon die ganze Zeit. Los, feiern wir! Hey, was schaust du denn? Verschwinde! Okay, kann ich auch direkt mit ihm sprechen? Bierchen gefällig? Ja. Bierchen gefällig? Hm. Los, feiern wir!
trinke nur, wenn ich trinke. Saufnase, wo willst du hin? Verzieh dich besser. Okay, ja. Hey, das ist mein Tisch. Es ist mir schon alles klar, dass das alles nicht funktioniert. Es muss doch irgendwas hier mit dem Typen an der Bar zu tun haben. Hier drauf sitzen kann ich nicht. Kann ich von hier vielleicht was hören? Ah. Mach mir einen Doppelten. Ich gehe kurz rauchen. Er hat eine Passierkarte. Ich könnte sie stehlen. Könntest du? Nein. Da war ich nicht drauf vorbereitet, Leute. Das ging jetzt aber ganz schnell hier. Hä? Ach, ich muss eine Taste drücken, oder wie? Dein Ernst? Hä? Muss ich das die ganze Zeit gedrückt halten, bis die nächste Taste kommt, oder? Verstehe es nicht so richtig. Also, ich halte die Maus gedrückt. Und es kommt kein Buchstabe. Okay. Ich halte nochmal die Maus. Leute. Kann ich auch vielleicht erstmal drücken? Nein, ja, das war ich. A-S-W-D. Oh, das ist so blöd. Oh, geht doch. Nee, ernsthaft jetzt? Hä? Oh nein, es ist nicht euer Ernst, ehrlich. Ach, das ist doch Mist hier mit diesen... So. Boah. War das jetzt ein Scheiß? Du kannst durch. Immer noch hier? Los! Runter damit! Kann ich den Boss sehen? Jawohl, er wartet auf dich. Der Mann mit der Hasenscharte. Ich muss ihm irgendwie folgen. Die Frage ist nur, wie. Komme ich da rein? Eine Glückssträhne. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Hey, da darfst du nicht raus. Heute ist mein Setz Glückstag. Dich hin und spiel. Oder verzieh dich. Glück. Nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Versager. Ich muss auf die andere Seite. Von dort kann ich vielleicht in den bewachten Bereich gelangen. Ich muss für eine Ablenkung sorgen, damit die Wache von der Tür weggeht. Heute ist mein Glückstag. Tja. Aber wie? Heute ist mein Glückstag.
Ein sehr feiner Hut. Hier sind Messer erlaubt? Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Ah, kleiner Spiegel, okay. Mit einem Spiegel sieht er, welche Karten er austeilt. Mit diesem Gerät am Arm kann er sich extra Karten nehmen und so betrügen. Der Knopf gehört zu dem Gerät an seinem rechten Arm. Das ist ein Werkzeug für versteckte Karten. Das Kabel führt von einem Arm zum anderen. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf. Das muss ich zur Ablenkung machen. Dann kann ich heute draußen ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so lahm. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf. Versager. Muss ich doch irgendwie von ihm das besser setze nehmen wahrscheinlich. Alles. Ich werd heute reich. Moment, F. Was guckst du denn so? Erhöhe um den Schilling. Nicht einpennen. Versager. Ich gewinne. Eine Glückssträhne. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Okay. Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Versager. Setze alles. Ich werd heute reich. Sequenz ansehen. Nein, so eine Ablenkung bringt nichts. Na. Glückssträhne. Okay. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Der beginnt den Streit. Vielleicht geht heute dann die Wache von der Tür weg? Anfängerglück. Nicht so lahm. Nein, nein, nein. Kann man das zurückmachen? Deaktivieren. Versager. Lenken wir den ab. Setze alles. Nehmen das Messer. Ich werd heute reich. Schneiden das Kabel durch. Erhöhe um den Schilling. Nicht einpennen. Versager. Ich gewinne. Na? Nein, so eine Ablenkung bringt nichts. Och, dein Ernst jetzt. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Ja, aber es muss doch mit dem Streit anfangen. Heute ist mein Glückstag. Ach so, nein. Ich nehme das Messer. Schneid die Kabel durch. Dann beginnt der Typ natürlich den Streit. Moment. Deaktivieren. Ich muss den natürlich erstmal ablenken. So. Ich muss den ablenken, nehme das Messer. Schneid das Kabel durch. Der Streit beginnt. Und dann geht der Typ weg. So. Das schauen wir uns jetzt an. Ich muss um das Gebäude herum. Der hat aber auch einen Blick drauf. Oh nee, diese Sachen hasse ich wirklich. Was? Nein! Ich habe nirgendwo drauf gedrückt. Hallo? Aber jetzt geh schneller, Mann. Boah. So,
Durch das Fenster oder durch die Tür? Ich muss wahrscheinlich weiter balancieren, oder? Achso, ich kann hier runter. Okay. Und dann? Ja, ich denke, das war oben. Bin ich etwas verwirrt. Komme ich da hin? Das müssen die Fenster der bewachten Räume sein. Okay. Muss ich dann irgendwie diesen Kran da benutzen? Kran nach links drehen? Oh, ne? Frage ist, bringt mir das jetzt was? Kann ich da rüberspringen? Ah, okay. Verstehe. Glaube ich zumindest. Die Frage ist jetzt nur... Nee, dahin nicht. Ja, man kann die parallel machen. Okay. Wie kann ich springen? Nein! Achso, E muss ich drücken. Oh, ich habe die Maustaste gedrückt. Na, komm, komm. So, ganz schön laut da draußen. Sie waren vor kurzem noch hier. Eine kluge Vorrichtung, um Glücksspielutensilien bei einer Razzia zu verstecken. Mhm. Hey, der Hammer. Hier ist die Buchhaltung für Oktober. Gartenstapel, verlorener Poker, gewonnener Poker, verloren, gewonnen. Der Hammer. Jack Cole. Ich erinnere mich an den Einsatz vor 3 Jahren. Okay, ich verstehe jetzt nur Bahnhof. Der sieht nicht wie ein gewöhnlicher Türschlüssel aus. Nimm ihn einfach mit. Okay. Haben wir denn eine passende Tür bzw. ein passendes Schloss dafür? Vielleicht ist das ja dieser eine Koffer, den er da mit sich getragen hat. Ich denke mal, dass es draußen ist, aber ich... Ah, geh schon. Aha. So, so. Hallo. Sagt der da nichts zu? Der Mann im Zockerraum hat das gleiche Werkzeug zum Betrügen benutzt. Okay. Wieso hängen da Klamotten oben an dem Dings dran? Die Wache ist noch da. Ja, das heißt jetzt was? Dass ich den ganzen Weg wieder zurückgehen muss, oder was? Das ist nicht euer Ernst, oder?
Die Wache ist noch da. Also muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ach komm schon. Mal vorsichtshalber hier. Muss ich den ganzen Mist jetzt... Nee, ich kann hier nicht raus. Hä? Och Leute. Meine Folge ist eigentlich zu Ende. Moment, was haben wir hier? Ah, aha. Ein Spalt. Vielleicht verbirgt sich etwas hinter dem Regal. Aha. Mist, zu spät. Niemand mehr hier. Das ist der Koffer von dem Kerl mit der Hasenscharte. Das ist ohne Zweifel Diebesgut. Okay. Der Mann mit der Hasenscharte. Offenbar mit seiner Familie. Der Mann mit der... Ja, ja, ja. Achso, drehen. Kettleback. Okay. Der Mann mit der Hasenscharte hat seine Sachen verpfändet. Er braucht vermutlich dringend Geld. Der Mann mit... Ja, 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 das kann ich nicht umdrehen. Butlers Pawn Shop in der Lambeth Street. Er dürfte vermutlich in der Nähe dieses Pfandhauses wohnen. Was ist da draußen denn los? Ich muss Wild retten. Auf der Stelle. Ach, lass den Typ doch einfach sterben. So, Kneipenbesitzer. Kneipe können wir nicht. Kneipenbesuch. Der Mann mit der Hasenscharte ist am Abend nach dem Bombenwurf in die Kneipe zu Jack der Hammer Kohl gekommen. Ja. Selbstgebaute Bombe. Olsen White verkleidet als Sherlock Holmes im Green Dragon. Nein, ich wollte... Hallo, ich wollte die aufheben, genau. Kneipenbesuch kann ich gar nichts machen, okay. Journalisten... Olsen White ist besessen von der Vorstellung, sie zu sein. Er verkleidet und verhält sich genau wie sie. Ist ein guter Schauspieler. Die Journalisten haben nicht bemerkt, dass sie nicht mit ihm... Ja, genau. Ja, ich sag mal, na, wie ich es vorher schon gedacht hatte, es war ein Versehen mit dem Tisch. Unerwarteter Auftritt in der Kneipe... Olsen White hat alles getan, um ihnen zu helfen. Er hat sich sogar als sie verkleidet, ist im Green Dragon aufgeteilt. Olsen White hat ihnen mit dem Lied geholfen, damit sie ins Green Dragon gehen und dort in eine Falle tappen. Puh. Das ist eine gute Frage. Also, das ist ja keine Hilfe, aber der ist so bekloppt, dass das vielleicht sogar noch so sein kann, dass der das nicht... Also, ich weiß ich nicht. Ich finde das immer noch ein bisschen seltsam. Ist die Wache jetzt immer noch da? Miserate, ich bring dich um!
Okay, das war wohl nicht das Beste. Holmes! Mieser Ratte, ich bring dich um! Ja, toll. Okay. Holmes! Miserate, ich bring dich um! Ich bin nicht für eine Kneipenprügelei geschaffen. Hä? Eben sollte ich den Stuhl doch benutzen. Sind die doof? Miserate, ich bring dich um! Was ist denn der Scheiß jetzt? Auf einmal geht's doch, oder was? Der Hut... Hä? Ach, soll ich den Hut auf den Kopf werfen, oder was? Oh. Denn immer? Wieso wirft er den nicht mehr um? Holmes! Miserate, ich bring dich um! Hallo! Holmes! Miserate, ich bring dich um!